Alles begann vor langer Zeit in San Martino di Castrozza. Schon 1920 wurde hier der Mythos des Urlaubs im Schnee angeboten. Dann kam die Entwicklung, die bis zu den heutigen Tagen geführt hat. Diese seltenen Bilder aus den 50er Jahren zeigen den ersten Sessellift, der San Martino di Castrozza mit dem Passo Rolle verband. In den 30er Jahren wurden die ersten Anlagen gebaut. Der Schlittenlift von Tognola, gefolgt vom Bau der Zweisitzer Seilbahnkabinen, der Korblift von Chess und der erste Sessellift des Col Verde. Seit 1920 bis zum heutigen Tag haben wir vieles verändert und verbessert. Nur der Schnee und die Natur sind dieselben geblieben. Im herrlichen Naturamphitheater der Dolomiten machen Schwung und Eleganz eines erstklassigen Ferienortes San Martino di Castrozza und Passo Rolle zu sehr viel mehr als nur einem einfachen Ziel für Skifahrer. Wenn der fallende Schnee seine Magie vollbracht hat, bringen uns moderne Liftanlagen auf das Skiareal mit seinen 60 Kilometer Pisten inmitten einer einzigartigen Naturszenerie. Das Karussell der Almen präsentiert hier seinen ganzen Charme. Breite, von der Sonne beschiedene Pisten, immer gut in Schuss und für jeden Skifahrer geeignet, bieten ein exklusives Panorama zwischen den Pale und der Kette der Lagorai. Innovative Liftanlagen geben Zugang zu den Pisten in einer fantastischen Schneewelt innerhalb des Parks. Auch die Hochebene der Pale ist bequem zu erreichen. Eine ideale Ausgangsbasis für Alpinski in einer Dolomiten-Szenerie von seltener Schönheit. Außer dem Vergnügen sind auf den Pisten auch Sicherheit und Betreuung gegeben. Dank der engmaschigen Kontrollen, die verschiedene Polizeitruppen und staatliche Wachdienste hier durchführen. Ein Park, der auf Skiern erlebt werden kann. Diesem Hinweis sollte man folgen und so diese Welt entdecken, in der die Überraschungen nie weit entfernt sind. Diesen Skifahrern ist gar nicht aufgefallen, dass nur wenige Meter von ihnen zwei Gämsen stehen und sie unberührt beobachten. In diesem Gebiet kommen solche Treffen häufig vor und schenken unbeschreibliche Emotionen. Längs der Pisten stehen zahlreiche Raststätten, in denen man lokale Spezialitäten probieren oder sich auch einfach nur ausruhen kann. Umgeben von einer unvergesslichen Landschaft. 100 Skilehrer der italienischen Skischule von San Martino di Castrozza stehen zusammen mit dem Skilehrerverband zur Verfügung, um ihnen diesen Sport nahezubringen. Besonders große Aufmerksamkeit wird den kleinen Skifahrern gewidmet. Jede Woche werden zum Kursabschluss Rennen organisiert. Für Groß und Klein ein Anlass zusammenzukommen und sich zu vergnügen. Während die Eltern in Ruhe Skifahren, kümmert sich qualifiziertes Personal in den Kinderheimen auf der Skiarena um die Kinder, die hier stundenlang spielen und sich vergnügen können. Auf dem Passo Rolle, auf dem man auf über 2000 Metern Höhe Skifahren kann, beginnt die Saison Ende November und dauert bis in den Mai hinein. Hier sind wir im Herzen des Parks Paneveggio Pale von San Martino, zu Füßen des Cimon della Pala. Hier ist der Winter länger als irgendwo sonst in den Dolomiten. Alle Pisten schlängeln sich durch eine selten schöne Naturlandschaft mit majestätischen Wäldern, wilden Tieren und bezaubernden Panoramen. Für Jugendliche gibt es hier nur eine Parole: Spaß. Am Passo Rolle liegt der Reizpark und auf der Alpe Tognola das Tognola Fulmiland. Diese beiden neuen und modernen Snowparks bieten Snowboard-Fans die Möglichkeit, die ausgefeiltesten akrobatischen Kunststücke in voller Sicherheit durchzuführen.
programmierten Kunstschneeanlagen und perfekte tägliche Präparierung mit den Pistenfahrzeugen garantieren immer optimale Fahrbedingungen in der ganzen Skiarena. In diesen Tälern von San Martino di Castrozza über Primiero bis nach Vanoi kann man den Winter auf 360 Grad erleben, mit einem umfangreichen Angebot an Aktivitäten, das die auf dem Schnee erlebten Tage auf originelle Art und Weise komplettiert. Im herrlichen Dolomitengebiet stehen auch verschiedene Skiwanderrouten zur Verfügung. Von der einfachen Strecke bis zu langen Abenteuern, die auf der Hochebene der Pale erlebt werden können. In Begleitung der Bergführer können die Touristen auf Wanderungen mit den Schneeschuhen alle Routen in Ruhe erleben. Diese Tour, die von San Martino di Castrozza bis in die Täler des Vanoi führt, entlang der vereisten Ufer des Sees von Calaita, ist einer der malerischsten. Liebhaber des Nordic Ski finden in diesen Tälern einzigartige Panoramen und Pisten, die allen Anforderungen entsprechen. Zwei voll ausgestattete Zentren und 30 Kilometer Loipen, die regelmäßig präpariert werden. Das Skilanglaufzentrum von Passo Cereda, das nur wenige Kilometer von Primiero entfernt liegt, ist wegen seiner Loipen berühmt. Auf diesen Ringen finden bedeutende internationale Rennen statt, umgeben von der herrlichen Natur im Gebiet um Cereda. Das Langlaufzentrum von San Martino di Castrozza ist nur wenige Schritte vom Ort entfernt. Die im Biotop Pradelle Nasse verlaufenden Loipen bilden drei bequeme und für alle geeignete Rundläufe. Am See von Calaita im Vanoi kann man mitten in einem herrlichen Naturamphitheater Skifahren, im Angesicht der Pale di San Martino, auf einer einfachen Route, die sich an einer Fläche mit nicht zu schwierigen Gefällen entlang schlängelt. Die Magie der Pale di San Martino lässt auch nach Sonnenuntergang nicht nach. Ein einzigartiges Erlebnis, das man sich in den prickelnden Nächten von Col Verde nicht entgehen lassen sollte. Die mehr als 2 Kilometer lange wunderschöne Abfahrt wird weich beleuchtet, wodurch sehr malerische Effekte entstehen. Nach einem schönen Tag auf den Pisten erwarten uns Sauna und Entspannung in den Wellnesszentren des Tals. Eine gute Küche und angenehme Gastlichkeit machen uns wieder fit, um weitere unvergessliche Tage auf den Pisten erleben zu können. Das önogastronomische Angebot ist breit, von den Restaurants bis zu den Almhütten und Agritours. Gründe für einen Spaziergang im Zentrum fehlen nie. Hier kann man sich die zahlreichen organisierten Events ansehen. Und nachts kann man sich in den zahlreichen typischen Lokalen vergnügen. Hier gibt es die Möglichkeit, in Gesellschaft zu tanzen und anzustoßen. No Park, domani! Ciao! San Martino di Castrozza, Primiero und Vanoi erwarten Sie. Erleben Sie einen Winter im schönsten Teil der Dolomiten, in der reinen Natur, ein Fleck, den es noch zu entdecken gilt.